Leute, ich bin gerade im Anflug auf Mailand, wie ihr seht. Und da unten seht ihr schon für mich das schönste Stadion überhaupt, bevor es nämlich abgerissen wird. 2027, 28 soll ja angeblich schon die neue Arena stehen. Da wird dann quasi komplett ein neuer Komplex hingestellt für so eine Multi-LED-Hightech-Lasershow-Einkaufserlebnis und 15 Arena. Obwohl ich es für Inter und Milan verstehen kann. Beide wurden halt im letzten Jahr Meister. Inter wurde quasi Vorjahrmeister, Milan dieses Jahr und Pokalsieger amtierender ist Inter. Kann ich auch verstehen, neue Sponsoren, Wettbewerbsfähigkeit, vielleicht mal wieder ein Champions League-Finale, mehr VIP-Plätze. Aber da die Nachfrage größer wird als das Angebot, nur noch 65.000, ist es natürlich ärgerlich, dass dann wahrscheinlich die Tickets natürlich auch teurer werden. Ne, aktuell kriegt man ein Ticket 5 oder 10 Euro und sieht trotzdem ganz gut, weil du halt die Schüssel voll kriegen musst. Ne? Deswegen kann ich es auch irgendwo verstehen. Aber halt wieder so eine Multifunktionsarena. Wie Liverpool, so asymmetrisch, hässlich Stadion von außen sieht das aus, wie ein Casino oder ein Einkaufszentrum. Camp Nou sieht für mich aus wie ein Betonklotz. Einfach nur, das würde in der Bundesliga nicht mal die Lizenz bekommen, weil da nicht mehr Geländer ist. Der Putz bröckelt ab. Also Touristenvereine oder die Arenen sehen mittlerweile alle gleich aus. Deswegen liebe ich so San Siro, das hat noch alten Glanz, das hat noch Charme, das sieht nur aus wie ein richtiges Fußballstadion. Aber gut, ich muss jetzt leise sein. Wir landen gleich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Mama Mia. Thank you.